Ich freue mich, den Kollegen Thorsten Herbst begrüßen zu können. Er stellt sich gleich selbst vor. Den Titel können Sie lesen. Die kindliche Einsamkeit, Tabu und Eulen für Athen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der letzte Aufruf von Jean-Claude Juncker ist. Statt Geld zu liefern, jetzt Eulen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe gestern übrigens noch, das passt auch dazu, gelesen, dass der einst ausgestorbene Huhn sich mittlerweile so weit in Deutschland verbreitet hat, dass er wirklich ein Tier ist, was schädlich für unseren Wald ist. Vielleicht wollen die dann auch nach Athen transportiert werden. Skurril ist es allemal, dieser Untertitel. Und mal hören, was es geht. Wieder vor. Ja, vielen Dank. Zunächst mal Dank für die einführenden Worte, lieber Hilmar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute zur Vorlesung im Schloss, Vorlesung im Netz. Was das ist, das wissen Sie wahrscheinlich schon bereits. Ich stehe ja zum ersten Mal hier. Deswegen werde ich mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Thorsten Herbst. Ich bin von Beruf Logopäde, Erziehungswissenschaftler. Habe in der Lehre gearbeitet an der Universität Köln und bin seit dem 1. Juni Professor an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Köln und habe über die kindliche Einsamkeit promoviert und speise meine Kenntnisse nunmehr aus 20 Jahren Berufserfahrung im pädagogischen, therapeutischen Feld und den dazu passenden beruflichen Studien, berufsbegleitend habe ich also nicht nur mit meiner Frau eine Familie gegründet, sondern auch mehrere Abschlüsse gemacht, die dann letzten Endes dazu führten, dass mich diese freundliche Einladung ereilt hat. Der Bezug zum Feld der Frühpädagogik fällt mir nicht schwer, da ich beim Lehrstuhlinhaber für frühe Kindheit, Jugend und Familie, Professor Schäfer, studiert und promoviert habe. Deshalb auch eine gewisse Einsicht ins Feld mitbringe, diese aber heute sicherlich nicht wegen der Fokussierung auf die Thematik, die ich Ihnen mitgebracht habe, weiter ausbreiten werde, sondern wir werden uns auf Grundlage Ihrer Kenntnis als Fachkollegen verständigen auf Dinge, die ich bei Ihnen auch schon voraussetzen darf. Was wird es geben? Ich möchte Sie heute ermuntern, und zwar ermuntern, Ihr Studium und Ihre zukünftige Berufstätigkeit selbstständig anzugehen. Ich möchte Ihnen dafür ein paar Anregungen mitgeben. Ich möchte heute einen Praxistheorie-Verknüpfungsversuch versuchen mit Ihnen und auch Ihre Anteilnahme erbeten, denn wir wollen das eventuell zusammen erlesen, ergänzen und vielleicht auch erfahren oder erspüren, worum es mir hier geht. Es geht tatsächlich um Durchhalten im beruflichen Sinne, denn Sie haben eine lange Strecke vor sich, Sie haben studiert, Sie wollen daraus was machen, Sie wollen beruflich reüssieren und durchhalten. Es geht um Glückserlebnisse innerhalb der beruflichen Tätigkeit. Ja, ich muss zugeben, ich habe, ob als Pädagoge oder als Therapeut, tatsächlich sehr viele erfüllende Momente in meinen Tätigkeiten gehabt und habe sie mehr denn je durch fortgesetztes forschendes Lernen, was ich bis heute tue. Ich sehe mich in gewisser Weise immer noch als Studierenden. Und das Leben als Pädagoge und Mensch sind mir letzten Endes nicht nur Beruf, sondern auch Berufung geworden im Einklang. Das kommt bei mir zusammen. Also was Sie heute bekommen, sind Anregungen und Ermutigungen für einen eigenen Professionalitätsbegriff, für eine Subjektwerdung der Frühpädagogen, für einen Blick über den Tellerrand, für die eine oder andere neuere, erweiterte Berufsperspektive und für die Bereitschaft, Ihre Bereitschaft, einen Blickwechsel zu riskieren. Was bekommen Sie nicht heute, ob Sie wollen oder nicht, sind Handlungsratschläge. Sie bekommen von mir nicht eine Komplettübersicht über das Feld der Frühpädagogik. Wie könnte ich? Sie bekommen von mir keine falschen Hoffnungen. Sie bekommen keine Humorlosigkeit. Und ich hoffe mit Ihnen auf eine hoffnungsvolle, fröhliche, aber auch wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit den Themen Emotionalität und Professionalität. Damit das für Sie der Weg dahin kein Unbekannter bleibt, erkläre ich Ihnen kurz, worum es heute geht. Ich beginne mit einer, wenn man so will, literarisch-philosophischen, anthropologischen Grundeinschwingung von Friedrich Schiller. Ich habe das mal schillernde Einführung genannt. Wir werden das gleich zusammen durchgehen und herausfinden, wohin möchte ich Sie mit dieser Eingangsformulierung hinführen. Danach, als hätte es davon nicht schon genug, möchte ich Ihnen die Metapher vom Bild vom Kind in der Erziehungswissenschaft, und zwar in der Erziehungsgeschichte und in der Wissenschaft der Frühpädagogik nahebringen. Möchte zu diesem Bild vom Kind, derer ich Ihnen insgesamt 5 vorstellen werde, ein 6. hinzufügen, noch ein neues Bild vom Kind und Ihnen dann sagen, warum das mit einem Kind nur bedingt was zu tun hat und was daran neu ist. Und dann gehen wir schon eigentlich keine ausgelutschten Pfade mehr, sondern begehen vielleicht Neuland. Bleiben Sie dran. Ausgehend von diesem neuen Bild vom Kind, was sehr viel auch mit Emotionalität zu tun hat, werden wir uns dann selbstverständlich mit einem hochemotionalen Thema beschäftigen müssen, nämlich den Forschungsergebnissen aus der Studie Die kindliche Einsamkeit, und werde da ausschnittsweise einige aus den hunderten Probanden Aussagen für Sie aufbereiten, in aller Kürze, weil wir das Thema selbstverständlich nicht als zentrales Thema haben. Wir werden dann zu dem Begriff der sozialen Mindestgeste kommen. Und hier können Sie sich schon mal merken, die wesentlichen Schritte der sozialen Mindestgeste in Kurzform erspüren, erkennen, benennen und handeln. Das gehen wir auch Schritt für Schritt so durch, dass Sie es zum Schluss auch nicht nur verstanden haben, sondern vielleicht auch aufgenommen haben. Nicht nur hier. Ja. Konsequenterweise biete ich dann auch ein neues Bild vom Frühpädagogen an, mit der einfachen Formel, die Ihnen vielleicht jetzt schon was zu sagen scheint oder eben nicht. Dann klären wir das in der nächsten halben bis dreiviertel Stunde. Wir können, weil wir wollen und nicht müssen oder sollen. Wenn wir an dem Punkt sind, ist mein Teil der innovativen Fragestellung schon beendet und ich fasse zusammen, was Sie heute mitnehmen können, was Sie sich notieren können, ja, was Sie vielleicht hier mit aus dieser Tür tragen werden und sagen, ah, da habe ich was mitgenommen. Das kann ich mir mal in ruhiger Stunde zu Gemüte führen. Zum Schluss danke ich Ihnen und vielleicht Sie mir, aber ganz bestimmt fordere ich Sie auf, dass wir noch ein bisschen miteinander diskutieren. Sind bis dahin Fragen zum Ablauf? Nicht. Dann würde ich Ihnen das einmal vorstellen. Wer traut sich das vorzulesen, ganz kurz und knapp? Wer hilft mir dabei? Sie mit der Kappe vielleicht, könnten Sie Herrn Schiller zitieren. Laut und deutlich und klar, denn es geht von Mann zu Mann. Es muss in den Gemütern der Menschen etwas vorhanden sein, was der Aufnahme der Wahrheit, auch wenn sie noch so hell leuchtete, und der Annahme derselben, auch wenn sie noch so lebendig überzeugt, im Wege steht. Energie des Muts gehört dazu, die Hindernisse zu bekämpfen, welche sowohl die Trägheit der Natur als die Feigheit des Herzens der Belehrung entgegensetzen. Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also das dringendere Bedürfnis der Zeit. Lassen Sie uns das als Eingangsformulierung festhalten aus diesem Zitat. Die Ausbildung des Empfindungsvermögens ist also, 1801 für Schiller, 2015 für uns vielleicht, das dringendere Bedürfnis der Zeit. Ich will Ihnen also einen Versuch mitgeben, einen Zugang zu den Begriffen Emotionalität und Professionalität in der Kindheitsforschung zu gewähren. Wie nähern wir uns der Sache an? Ich werde zunächst einmal
eine kleine Zusammenhangsdarstellung versuchen, indem ich die Begriffe definiere nach althergebrachter Sitte über Zitate, die sich darüber schon ergangen haben. Was ist Emotionalität? Was ist Professionalität? Und dann füge ich eigene Definitionen als Diskussionsgrundlage hinzu. Wenn Sie noch mal bitte vorlesen würden, einmal Sie und einmal Sie, dann die zweite. Emotionalität nach Arnold Altenegg Meili. Emotionalität und das Adjektiv emotional sind Zahlenbegriffe für individuelle Eigenarten des Gefühlslebens, der Affektsteuerung und des Umgangs mit einer Gemütsbewegung. Soweit die Definition, die sozusagen eher technisch daherkommt und die Dinge beschreibt, wie wir sie in den Lehrbüchern zu kennen glauben oder schon mal nachgelesen haben. Könnten Sie heute noch mal hier die Definition für Emotionalität, die ich Ihnen heute anbieten möchte, noch mal klar und deutlich vorlesen? Im pädagogischen Berufskontext meint eine empfindsame Verstehens- und Verständniskompetenz der frühpädagogischen Fachkraft in der Begegnung mit einem Kind und in Verbundenheit zur Gesamtheit der eigenen Gefühle. Die Unterschiede werden klar. Das eine ist eine eher deskriptive Beschreibung dessen, was anteilig an Emotionalität zur Verfügung steht, begrifflich. Ich gehe einen Schritt weiter und sage schon, dass es hier, Sie sehen das Wort Kompetenz, ja, und es geht darum, die eigenen Gefühle mit in den Blick zu nehmen. Also nicht nur Gefühle von anderen Menschen wahrzunehmen oder zu beschreiben, sondern zu sagen, ich habe eine Verstehens- und Verständniskompetenz in mir. Als der Mensch, der jemandem, der mir überantwortet ist, und bringe die mit. Ich habe da eine Verantwortung, auch auf der emotionalen Ebene in den Dialog zu kommen. Was Emotionalität, ich sage das jetzt mal pointiert, nicht ist, und verstehen Sie mich nicht falsch, weil meine Seminare zur Professionalisierung unter anderem heißen, ich möchte irgendwas mit Menschen machen. Und ich frage, aber warum? Sie wollen ja alle was mit Menschen machen. Warum werden Sie dann keine Soldaten? Ergebnisse besser ablesen. Ich will was mit Menschen machen. Und ich frage, warum? Und deswegen sage ich auch, was Emotionalität in dem Berufsfeld nicht ist. Und ich will das mal ganz, ganz überspitzt formulieren. Es ist keine beflissen, befangene, ohnmächtige Rührseligkeit, weil ich sage, ach, ich mache so gern was mit Kindern und mit Menschen. Das gehört hier nicht hin. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber das meint Emotionalität auf der Ebene, die ich Ihnen unterbreiten möchte, nicht. Kommen wir zum nächsten Begriff. Und wenn Sie nochmal so freundlich sind, laut und klar die Definition vorzutragen. Professionalität nach Van der Stel. Die Vorstellungen von Professionalität gehen im Allgemeinen mehr oder weniger weit über festgeschriebene berufliche Anforderungen hinaus. Es wird ein erhöhtes Maß an Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, eine besondere Problemlösungskompetenz und eine ausgeprägte professionelle Distanz von einer Person erwartet. Denn sie, unabhängig von der Tatsache, dass sie über ihre Tätigkeit Einkünfte bezieht, als professionell bezeichnet wird. Sie sehen, auch hier geht es eigentlich um Kompetenzen, um das, was man können muss, aber eine höhere Qualität als das, dass man besondere Ausbildung hat, Fähigkeiten hat und dafür Geld bekommt, wird nicht beschrieben. Ich möchte aber hier einen anderen Fokus legen, auch in dieser Begrifflichkeit, und zu einer Definition einladen, die wir jetzt hören. Bitte schön. Professionalität hier und heute meint im Rahmen ausgeübter Berufstätigkeit das Streben, reichhaltig, sinnlich, ansprechbar zu bleiben und sich als möglichst sinnvoll und zufriedenstellend wirksam erleben zu können. Professionalität meint auch eigene Gesundheits- und Glücksansprüche innerhalb der beruflichen Tätigkeit für sich nachhaltig einzufordern und einzulösen. Das klingt hochidealistisch, ja oder nein? Ist das aus den Wolken gegriffen? Sehr ambitioniert? Ist es das, was Sie unter Professionalität oder beruflicher Tätigkeit bisher sich vorgestellt haben oder vielleicht ein bisschen zu träumen gewagt haben, dass ich im Beruf glücklich und gesund bleibe?
Ich tue das. Und ich hau aufs Mikro. Ich tue das und ich finde das wichtig. Und ich möchte Sie auch hier jetzt schon mal ermuntern, diesen Begriff einfach mal wirken zu lassen. Ja? Ich möchte reichhaltig, sinnlich ansprechbar bleiben, denn das bin ich in meinem Zustand jetzt. Vielleicht im Studium oder Berufsanfänger. Ich möchte natürlich sinnvoll und zufriedenstellend wirksam sein. Ich möchte Gesundheits- und Glücksanspruch innerhalb meiner Tätigkeit nachhaltig einfordern und einlösen. Das heißt, ich bestimme, wenn Sie so wollen, meinen Grad der Professionalität nach dieser Definition auch ein bisschen selbst. Trauen Sie sich mitzugehen. Ja? Was Professionalität nicht meint, das sage ich an dieser Stelle auch, wie gerade beim Begriff Emotionalität, es meint nicht einen notwendigen, es meint nicht einen notwendigen Ausbildungsstand zu erreichen, zu halten und dafür bezahlt zu werden. Wie sieht der Arbeitsprozess zurzeit aus, der Ihnen bevorsteht? Schwenken wir durchaus mal den Blick auf die Berufsperspektive, auf berufspolitische Ansprüche, die da stehen und auf Sie warten. Wie darf Ihre Zukunft aussehen? Was können wir dazu tun? Wir suchen danach, wie Sie eine zufriedenstellende Berufstätigkeit in Zukunft von hier aus angehen können oder zumindest ins Auge fassen können. Der Alltag von Erzieherinnen, von Frühpädagogen sieht so aus, dass sie mit Forderungen, mit Konzepten, mit Bildungsplänen aus der Politik überfrachtet werden. Die Erzieherinnen werden dann mit diesen Ansprüchen an ihr Arbeiten mehr oder weniger kompetent und angemessen nachhaltig angeleitet, was sie da tun sollen in der Umsetzung. Sie werden mehr oder weniger in diesem Prozess begleitet. Es wird anschließend evaluiert oder, wie wir auch sagen, evidenzbasiert geforscht. Ja? Evidence-based practice, evidence-based medicine und dergleichen mehr. Und festgestellt, dass die Anleitung zu kurz, die Vermittlung zu knapp und mangelhaft war. Neue politische Forderungen für die Frühpädagogik werden aufgestellt und eingefordert. Der Kreislauf geht von vorn los. Wir sollen nach Möglichkeiten suchen, innezuhalten und vielleicht eine andere Innensicht zu erlangen von uns selbst als pädagogische Tätige. Es tut mir leid, auf diesem Weg muss ich sagen, irgendwas fehlt. Kindliches Verhalten, seine Emotionen und Motivationen erkennen und verstehen wollen. Ohne die eigene emotionale Beteiligung und befindliche Bedürftigkeit zu berücksichtigen und damit einen wesentlichen Bezug zur eigenen Person herzustellen, ich habe das mehrfach angedeutet, birgt neben diesen eben erwähnten lähmenden Kreisversuchen, wie ich sie nennen will, aus Politik, Praxis und Forschung, riesige Missverstehenspotenziale, Fehlinterpretationen, blinde Flecken bei uns selbst, Frust und Resignation in der Berufsausbildung, lenkt wertvolle Aufmerksamkeit und Energie für und innerhalb der gegenseitigen Begegnung zwischen Erwachsenen und Kind ab und führt fachlich eher weg vom Kind als zu ihm hin und hat schon in der Historie pädagogischer Tätiger selbstkritische Stimmen bei Pädagogen provoziert, nämlich folgende. Junger Mann, wenn Sie noch mal so freundlich wären. Unter Kindern ist du selbst ein Kind, das du zunächst einmal erkennen, erziehen und ausbilden musst. Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trafest. Nur den letzten Abschnitt. Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. Zweites Zitat bitte. Erziehung kann nur gelingen, wenn Kinder eine liebevolle Zuwendung erfahren, wenn Erziehungspersonen ein ehrliches Interesse an Kindern zeigen und Verständnis für den schwierigen Prozess des Wachsens und Entwickelns haben. Danke. Und Verständnis für den schwierigen Prozess des Wachsens und Entwickelns haben.
Das heißt also, als Voraussetzung für dieses Verständnis des Wachsens und Werdens beim Kind könnten auch die emotionalen Erkenntnisprozesse des eigenen Wachsens bei mir selbst und Werdens gehören. Das Thema an dieser Stelle oder die expliziten Forderungen, die ich an dieser Stelle aufstelle und damit auch vielleicht selber formuliere, sind erstens die Erkenntnisse über die eigene Emotionalität als wichtige professionelle Ressource für Zufriedenheit und Glücksanspruch im erfolgreichen beruflichen Alltag in den Fokus rücken, erscheint mir eine wichtige Aufgabe. Und zweitens, sich selbst als wichtigste Quelle sinnlichen und sinnreichen Arbeitens entdecken und zum Subjekt eines erweiternden Bildungsbegriffes in der Frühpädagogik werden. Die Frage dahinter hätten Sie auch formulieren können. Ja, schön und gut, aber wie? In dieser Fragestellung gehen wir dann weiter. Was ich Ihnen jetzt anbieten will, ist ein neues Bild vom Kind. Es geht um Methoden biografischer Selbstreflexion. Es geht letztendlich um die Zielformulierung einer biografischen Bewusstwerdung des Frühpädagogen. Es ist also eine professionelle Methode elementarpädagogischer Bildungsarbeit. Es sind neueste empirische Hinweise, die mich dazu geführt haben, Sie einzuladen, neugierig auf sich selbst als zukünftige Frühpädagogen zu sein, auch als Kind. Jetzt merken Sie, so langsam kommt so ein Kreisschluss rein. Erst guckt man nur auf Kinder, dann gucken wir auf uns als Erwachsene. Und jetzt will der Mensch auch noch, dass wir uns als Erwachsene betrachten, in denen auch noch ein Kind ist, nämlich das eigene. Warum das sinnvoll sein kann oder warum es einem auch mulmig werden kann, wenn man darüber jetzt gerade mal nachdenkt, das lassen wir dahingestellt sein, lassen Sie es wirken. Was ich Ihnen jetzt mitgeben will, sind Bilder vom Kind. Und ich will zunächst einmal kurz vorstellen, warum ich das mache. Es werden 5 verschiedene Bilder vom Kind gezeigt. Ja, und die werden so angeordnet sein, dass sie zunächst eine sehr gute Differenziertheit zeigen. Es gibt 5 verschiedene Bilder. Wegen der Abgrenzbarkeit habe ich die gewählt. 2 davon sind gesellschaftliche Bilder, historische Bilder von Kindheit und 3 davon sind sozusagen pädagogische Interventionsmodelle, die wir bis heute eventuell noch benutzen. Auch wenn sie teilweise überholt klingen, lade ich Sie dazu ein, kritisch nachzuschauen, ob irgendein Bild vom Kind, was wir als historisch, unmodern und vielleicht sogar lächerlich abqualifizieren würden, nicht noch in heutigen Erziehungsvorstellungen aktiv und massiv herrschen. Zunächst einmal geht es darum, vorzustellen, das Kind als kleiner Erwachsener. Was ist das für ein Bild vom Kind? Das Kind ist noch nicht erwachsen. Es wird als defizitär betrachtet. Die Kinder sind nicht vollwertig, sie sind unreif. Ihre Rechte sind noch nicht voll entwickelt oder werden auch gar nicht als wichtig erachtet. Sie sind unfertig. Und sie werden in ökonomische Zwänge gesetzt. Sie werden als preiswerte, kostenlose Arbeitskraft eingesetzt. Das Kind sozusagen ist nichts anderes als ein in erwachsene Kleidung gezwängtes, noch nicht reifer Mensch. Das Bild, was ich Ihnen dazu zeige, was dem Äquivalent entspricht, ist das Bild von Prinz Balthasar Carlos. Sie sehen schon an den Insignien einen Mensch, der hoch zu Ross in Wams, in goldenen Stickereien und mit so einer Art Zepter schon auf eine gewisse Hoheitlichkeit hingelenkt wird. Er ist der Sohn König Philipps des V. von Spanien und er hat seit frühester Kindheit auch schon Erwachsenenaufgaben übernehmen müssen und ist dann, wie man es fast vorwegnehmen könnte und wie es oft passiert, wenn Kinder sozusagen nicht Kinder sein dürfen, sondern in die Erwachsenenrolle gedrängt werden, mit 17 an Erschöpfung gestorben. In Ausübung seiner Pflichten, wohlgemerkt. Das zweite Bild vom Kind, was ich Ihnen mitgeben will, ist das Kind als Erfüllungsgehilfe unerfüllter Wünsche Erwachsener.
Was steckt dahinter? Erwachsene sehen sich in ihrer Zuständigkeit für Pflege, Fürsorge und Förderung. Manchmal sehen sie zusätzlich die Chance, einen eigenen Nutzen für sich als Erzieher zu ziehen. Das heißt, sie nehmen den abhängigen jungen Menschen für ihre subjektiven Interessen ein. Das Kind wird sozusagen Gegenstand von Wünschen, Sehnsüchten und unerreichten eigenen Lebenszielen. Die Abhängigkeit des Schutzbefohlenen lässt ihm keine andere Wahl. Es gibt Übertragungs- und Projektionsphänomene. Eigentlich wird das Kind als Ersatzpartner auch missbraucht. Die Wunschvorstellung, verweigerte Sehnsüchte, Zielsetzungen, Traumberuf, Betriebsübernahme, eigene Karriere. Eine narzisstische Projektion wird einem Kind ab und ausgelebt und es wird in die Rolle des idealen Selbst gezwungen. Und wer glaubt, dass dieses Bild ein altmodisches ist, der schaue sich einfach an, wie versucht wird, dass Kinder in Zielvorstellungen, Wünsche und Sehnsüchte ihrer erwachsenen Eltern hineingezwängt werden. Vielleicht fällt einem an dieser Stelle auch das berühmte Eisprinzessin-Phänomen ein. Das würde mir auch dazu einfallen. Ja? Wer glaubt, dass dieses Erziehungsideal immer noch aktuell ist? Mit Handzeichen? Ja, ja, ja. Mindestens 3/4. Das dritte Bild, was ich Ihnen vorstellen will, also das dritte Bild vom Kind, was ich Ihnen vorstellen will, ist das Kind als Objekt der Beziehung. Das Kind als Objekt erzieherischer Maßnahmen, um genau zu sein. Bis zu den reformpädagogischen Bestrebungen im 18. und 19. Jahrhundert wurde das Kind überwiegend als Objekt von Maßnahmen. Seine Reaktionen auf die Aktivitäten des Erziehenden oder eigene Handlungen wurden weniger betrachtet. Es war eigentlich nur eine Einbahnstraße, der Erziehungsvorgang. Das Dogma, allein dem natürlichen und professionellen Erzieher obliegt es, dem jungen Menschen nach seinem Bilde zu formen und ihm zum nützlichen Glied der Gesellschaft zu machen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob die heutigen Eltern, die teilweise mit einem massiven Förderwahn ausgestattet sind, nicht auch diesem Ideal erlegen sind. Und das Kind letzten Endes, obwohl es schon das Subjektkind, das partnerschaftliche Kind gibt, also hehre Vorstellung von Kindheit, wieder in dieses Paradigma verfallen. Und diesen absoluten Machtanspruch an das Kind übertragen. Ja? Dafür gibt es Beispiele. Zum Beispiel der Lehrer Lempel, der auch keinen Widerspruch duldet. Ja? Oder halt ein etwas pikanteres Beispiel, das Bild von Max Ernst. Jungfrau züchtigt Jesuskind. Pikanterweise ist der Künstler selbst vor Ort mit seinen Freunden und sieht sich diese Szene an. Wie viel Prozent der 2012 erfassten Eltern geben zu, ihr Kind zu schlagen? Rufen Sie es rein. Weil das ist ein schönes Bild von Max Ernst. Aber wie viele Leute hauen ihre Kinder regelmäßig und denken sich nichts dabei? Nee. Mehr. Die zugeben. Die Dunkelziffer reden wir über andermal. 40 sind's. Das soll ja kein Ratespiel werden. Aber nur, dass wir nicht von falschen ausgehen. Einziges Ziel dieser Erziehung ist es, die hilfebedürftige Entwicklungsphase der Kindheit zu überwinden und das Kind zur wie auch immer gearteter körperlicher und sittlicher Reife zu führen bis zur Volljährigkeit. Ein Schritt weiter, und es klingt ein wenig moderner, ist das Kind als Subjekt der Erziehung. Was meinen wir damit? Das ist, dass der Subjektbegriff gilt als Begriff für das Mitgestalten des Kindes im eigenen Erziehungsprozess. Wir machen es zum Gestalter, zum Mitspieler. Ja, diese fortschrittliche Denkweise wurde durch die praktische Erfahrung untermauert, die im 18. Jahrhundert Philanthropen wie Basedow und Salzmann einführten, die im 19. Jahrhundert Fröbel, Ihnen vielleicht auch bekannt aus der Theorie, oder
darf Ihnen ruhig bekannt sein, und im 20. Jahrhundert pädagogische Bewegungen, die sich subsumieren ließen unter dem Decknamen vom Kind ausgehende Pädagogik, wie zum Beispiel Maria Montessori, Janusz Korczak, Alex S. Neal, die Kinderläden der 70er Jahre und die humanistische psychologische Pädagogik mit und um Carl Rogers. Die Entdeckung der Kindheit als eigenständige und pädagogisch höchst effektive Lebensphase wurde gefeiert. Mechthild Papusek sagte 1994 dazu, dass schon das Kind unmittelbar nach der Geburt sich aktiv als Interaktionspartner beteiligt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Kind als von aus Natur aus kreativer Künstler nach Goethe und Götze eingestuft. Das heißt, wir haben einen kreativen Organismus, dem man eigentlich nur bei seiner Selbstaktivität zuschauen und begleiten muss und aufpassen, dass er sich nichts tut. Es wurde eine Reduktion von direktiven Maßnahmen verlangt und die von Fröbel 1826 eingeführte Begrifflichkeit der nachgehenden anstelle der vorschreibenden Erziehung setzte sich durch. Und was bei sowas rauskommen kann, sehen Sie im nächsten Bild. Gehen wir weiter zum zunächst letzten Bild vom Kind, das sich aus gegebenen Quellen speist, und suchen dann ein neues Bild vom Kind auf. Das Kind als gleichwertiger Bezugspartner. Sie sehen hier auch, dass der Erziehungsvorgang keine Einbahnstraße ist. Es ist ein gegenseitiges Beeinflussen im Sozialisationsprozess. Und es gibt eine Kreismenge hier, wo die Dinge, wenn man so will, miteinander aushandelbar sind. Es ist sozusagen die Weiterführung des Denk- und Praxisansatzes des Kindes als Subjekt der Erziehung. Das Kind wird von Geburt an als Person. Es wird dem Kind das Personsein zugebilligt. Ja? Er ist gleichwertiger Bezugspartner, er wird akzeptiert. Wieso er? Es natürlich. Wird gleich akzeptiert, ohne das natürliche Reifegefälle, das nun mal da ist, zu ignorieren. Das Kind ist zwar gleichberechtigt, es ist gleichwertig, aber nicht im Sinne von gleiche Rechte. Das wäre zum Beispiel eine Fehlinterpretation. Ein Kind hat nicht die gleichen Rechte, und dann sollten wir auch nicht so tun, als hat das Kind die gleichen Rechte. Wir sind natürlich bei der Zuweisung erzieherisch notwendiger Aufgaben gefragt, das Kind an Hygiene, Schutz und Sozialverhalten heranzuführen. Und ich sage mal so, da hat das Kind kein Recht zu sagen, nee, das brauche ich heute nicht und auch im nächsten Jahr nicht. An der Stelle nennen wir das dann auch erzieherische Verantwortung und sind ja auch vom Gesetz dazu angehalten. Also, die anthropologische Tatsache der Individualität, ja, in die individuelle Zuschreibung von Wertmaßstäben, speisen sich aus der Charta, der UN-Charta von 1989, wo es um Menschenwürde geht. Es ist ein Meilenstein aus der Grunderkenntnis und der Anerkennung kindlichen Eigenlebens, seiner Wertschätzung und daraus resultierenden Sonderrechten. Das pädagogische Interaktionsmodell erkennt ein Kompetenzgefälle, aber spricht dem Kind Gleichwertigkeit zu. Die soziale Kompetenz werden auf beiden Seiten vorausgesetzt, sie werden neu gewichtet und eingefordert. Dazu habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht, was das meiner Meinung nach als sozusagen in der Wippe, in der gegenseitigen Beachtung von Gleichwertigkeit sehr, sehr schön beschreibt. Das pädagogische Interaktionsmodell ist nicht an der Erwachsenenperson ausgerichtet, sondern hat eine dynamische Grundstruktur und eine hohe Wertschätzung. Jetzt hatte ich ja vorhin schon mal davon gesprochen, dass wir jetzt zu einem neuen Bild des Kindes kommen müssen. Warum soll es das geben? Es liegt in der Natur der Sache, dass wir immer einen Schritt weitergehen in der Forschung und natürlich diejenigen, die das interessiert, auch in der Lehre mitnehmen. Drum komme ich jetzt zu dem weiteren Schritt, nämlich warum gibt es ein neues Bild vom Kind? Was speist das? Ich habe vorhin schon erzählt, die Anforderungen an Sie als Frühpädagogen, was Sie alles können und leisten müssen, sind sehr hoch. Fangen wir an mit, dass Sie Co-Konstruktion sind, dass Sie Co-Konstrukteur sind, dass Sie dem Kind eine Selbstbildung ermöglichen, dass Sie im Dialog
als didaktisches Prinzip fungieren sollen. Das hat Anke König so formuliert. Herr Schäfer hat gesagt, es muss ein gegenseitiges Verstehen in Resonanz sein. Das heißt, die Qualität der Ausbildung der Bezieherpersönlichkeit steht in keiner einzigen Präambel solch einer Erziehungsvorhaben. Das heißt, es geht nur immer um das Kind und Sie als Beobachter. Die Person des Frühpädagogen als biografisches Wesen mit seiner eigenen Lebensgeschichte und seinem eigenen Kindsein, nämlich auch ein inneres Kind zu haben, wird nirgendwo verlangt. Sie wird selten oder gar nicht gestellt, diese Frage. Genauer, um es nicht so aufregend zu machen, sie wird nicht oft genug, nicht weitreichend genug, sie wird nicht nachhaltig genug gefordert. Und in Bezug auf didaktische Fragestellungen der Frühpädagogik wird sie nicht genügend herausgearbeitet. Die Betrachtung der eigenen Kindheit, des eigenen Kindseins ist meines Erachtens aber eine wesentliche Voraussetzung für ein angemessenes, professionelles Verständnis der Bedürfnislage von Kindern. Die Betrachtung der eigenen Kindheit als wichtiger, wenn nicht gar wichtigster Ausgangspunkt für pädagogische Professionalität wird jedoch zunehmend in den Fachwissenschaften angeregt, verlangt und begründet. Hierzu nenne ich nur ein paar, und zwar aus der reflexiven Biografieforschung, der psychoanalytischen Pädagogik und der Entwicklungspsychologie. Die theoretische Markierung durch die Fachwissenschaften möchte ich nun in einen kleinen Begründungszusammenhang stellen und eine Diskussionsgrundlage schaffen. Fangen wir nun mal an mit einem Zitat von Fendt. Ich mache das dann an der Stelle selber. Neben der Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur auch noch die Aufarbeitung der eigenen Jugendzeit, so verlangt er, die als Folie für das Verständnis der Jugend anderer unverzichtbar ist. Sie haben jetzt den kleinen Gedankensprung mitgemacht von Kind auf Jugendlicher. Das verzeihen Sie mir, dann gehen wir wieder einen Schritt zurück. Aber letzten Endes, finde ich, spielt in diesem Gedankengang das Alter des jeweiligen Kindes meiner Meinung nach keine Rolle. Es kommt ja auf die Perspektive an, die wir jetzt miteinander einnehmen wollen. Thilo Naumann aus dem Bereich der psychoanalytischen Pädagogik sagt, dass wir im Kontext von Sachzwängen, Ohnmacht, Existenzkampf und Zeitnot und mangelhaftes Selbstwirksamkeitserleben mit Kindern konfrontiert werden, jeden Tag. Und das ist schon eine gewisse Druckkulisse, wenn wir das Gefühl haben, wir sind dem nicht gewachsen, dass die Kinder mit ihrem Glücksempfinden, mit ihrer überbordenden Sinnlichkeit uns unglaublich konfrontieren. Und er sagt einfach dazu, die alltägliche pädagogische Arbeit lässt die schmerzlichen Versagungen, die unerfüllten Verheißungen und die glücklichen Erinnerungen der eigenen Kindheit wieder aufleben. Was heißt das? Wenn wir uns nicht komplett verschließen, können Sie davon ausgehen, dass die gesamte Bandbreite Ihrer eigenen Emotionalität durch die gesamte ausgelebte, wenn wir Glück haben, haben wir eine Einrichtung, in der das möglich ist, Emotionalität des Kindes täglich, stündlich, in jeder Situation auf sie einprasselt. Wie reagieren Sie dann darauf, wenn Sie aber gar nicht in dem Moment so sinnlich, glücklich, verheißungsvoll, professionell sind? Was passiert dann mit Ihnen? Was tun Sie? Er sagt, um eine reflexive Biografiearbeit, um die Auseinandersetzung mit unserer Kindheit, mit unserem Kindsein, kommen wir, verlangt Thilo Naumann, Professor in Darmstadt, gar nicht herum. Er weist auf konkrete Gefahren in der alltäglichen elementarpädagogischen Arbeit hin. Wenn wir uns der Erinnern der Kindheit nicht stellen, laufen wir Gefahr, dass wir unsere eigene Konflikt- und Übertragungsbereitschaft bei den Kindern ausagieren. Mit anderen Worten, nicht nur, dass wir das nicht ertragen, was da kommt, sagen wir es mal ganz klar und deutlich, wir versuchen das auch wegzumachen. Und das, was bei uns nicht wirken kann, auch im Kind gegenüber uns zu verschließen. Klingt jetzt ziemlich brutal, aber es wird noch besser. Ja? Denn wir sind die Mächtigeren in dieser Beziehung.
Denken Sie an das Bild vom Kind als Objekt. Daran hat sich, wenn es spitz auf Knopf emotional wird, unter Umständen nichts geändert. Sie haben das Zepter in der Hand. Stellen Sie sich vor, ich nenne das Praxisbeispiel, was ich jetzt bringe, mal Hör auf zu heulen Beispiel. Ein weinerliches Kind steht vor Ihnen. Sie wissen nicht, warum es weint. Es rührt Sie zutiefst. Sie sind aber gerade gar nicht rührselig drauf oder zu rühren instande, weil Sie emotional entweder woanders sind, entweder zu empfänglich sind oder es überhaupt kein Gespür in dem Moment haben wollen. Sie spalten das ab, den eigenen Anteil von Hilflosigkeit und Schutzbedürftigkeit, die ein weinerliches Kind nun auslöst. Sie spenden keinen adäquaten Trost und sagen, jetzt hör doch auf zu heulen. Wer hätte das nicht schon mal irgendwo erfahren, erlebt, gesehen oder sogar gemacht? Man weiß es nicht. Es ist nicht aus einem Märchen. Es ist, glaube ich, Alltag, kann zu Alltag werden, wenn wir diese Szenarien einmal in den Fokus rücken und ein bisschen selbstehrlich sind. Das verlange ich sowieso von mir und hoffentlich auch von Ihrem Geist gerade. Und Thilo Naumann steigt sich zu der steilen These hinauf. Erwachsene, die ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle nicht spüren, können Bedürfnisse und Gefühle auch bei Kindern nicht spüren. Er schickt uns damit auf die Suche nach der eigenen Biografie, nach den eigenen blinden Flecken. Denn Bedürfnisse, die ich nicht spüre und dann beim Kind auch nicht spüre, die Kommunikation hat sozusagen einen Bruch. Und ich habe, wenn ich das nicht nachempfinden und spüren kann, einen blinden Fleck. Wissen Sie, was ein blinder Fleck ist? Kann das jemand kurz erklären? Also es ist d'accord. Ja? Gut. Er verlangt deshalb mit Fendt, den habe ich gerade auch schon genannt, es ging da um die Jugend, habe ich Ihnen erklärt, Jugend, Kindheit, die Entfaltung biografischer Bewusstheit. Ja? Jetzt wäre natürlich an dieser Stelle einmal die Frage, was ist biografische Bewusstheit? Und das will ich Ihnen einfach ganz leicht erklären. Nochmal zurück. Biografische Bewusstheit heißt nichts anderes, dass wir dem Erinnern einen hohen Stellenwert einräumen sollen. Ich komme jetzt in Übergang zu dieser Darstellung des neuen Kindes, des neuen Bild vom Kind, dazu, das Kind in mir als Erwachsenen aufzuschlüsseln, zu erforschen, mich dem biografisch zu stellen. Ich mache jetzt weiter und ich gehe davon aus, dass Sie mit mir dieses neue Bild vom Kind als Anforderungsprofil erlebt haben und mit mir sagen, ja, machen wir. Wir gehen weiter. Nächstes Kapitel. Was wir brauchen ist Erinnerung. Das wird jetzt der nächste Schub der Gedanken sein. Haben Sie vielleicht, weil es so entsetzlich still ist, dass ich fast nicht atmen kann, sind Sie an Bord und haben Sie bis hier eine Frage? Ich mache jetzt weiter. Einverstanden? Zücken Sie die Kuverts, Damen und Herren, und helfen Sie mir. Denn es geht jetzt darum, dass wir uns erinnern. Wir machen jetzt keine Stühle-Rückensitzung, nein, nein. Also, wir wollen uns ganz nüchtern dem Wert des Sich-Erinnerns als mögliche Methode, ja, biografische Bewusstheit von uns zu verlangen, nähern, weil wir dann über diesen Weg auch zur kindlichen Einsamkeit kommen. Denn wir kommen nur über diesen Weg zur kindlichen Einsamkeit, denn ich sage es mal ganz platt, hier sitzen ja keine Kinder. Und die kindliche Einsamkeit eines Kindes interessiert mich auch nicht, weil ich das Kind nicht fragen kann. Aber ich kann Sie fragen, ob Sie als Kind einsam waren. Darüber können wir reden, das schafft sich Wirklichkeit. Dazu müssen Sie sich erinnern. Jetzt kommt es.
kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir wollen den Wert des Erinnerns aufgreifen. Bevor ich zur kindlichen Einsamkeit komme, will ich Ihnen kurz erklären, wie ich da ein Forschungsdesign aufgezogen habe. Einerseits ganz kurz und warum Kinderbücher eine wichtige Rolle spielen. Kinderbücher und der Wert des Erinnerns. Bitte lesen Sie jetzt mal in der Reihenfolge 1 bis 6 die Beispiele für kindliches Erinnern, also für erwachsenes Erinnern als Kind in der Auseinandersetzung mit dem Lieblingsbuch meiner Kindheit. Die Aufgabe lautete für die Studierenden der Seminare 2006, 7, 8 bis 2011. Suchen Sie sich das Lieblingsbuch Ihrer Kindheit oder ein Kinderbuch, was Sie mögen, und suchen Sie darin einen einsamen Helden. Und zwar so, dass Sie Kinderbücher heraussuchen, wo das Wort Einsamkeit aber gar nicht drin steht. Aber wenn Sie mal genau nachdenken und Pippi Langstrumpf nicht reich und stark und lustig ist und einen Seeräubervater hat und eine Mutter, die von oben vom Himmel runterguckt und ein Pferd hat, das einen menschlichen Namen hat und einen Affen hat, das einen menschlichen Namen hat. Wenn die so nicht ist und Tommy und Annika zum Abendbrot gehen, was ist dann Pippi Langstrumpf? Es tut mir leid, wenn ich Ihnen damit die Illusion vom großen, starken, tollen Mädchen raube. Aber manche Schleier müssen vielleicht auch mal zerrissen werden, denn wir sind ja als erwachsene Frühpädagogen hier zusammengekommen und wollen, ja, es ist so. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kopf ist rund, weil das Denken dann die Richtung ändern kann. Und nach diesem Prinzip möchte ich weiter vorgehen. Dann würde ich sagen, lassen Sie uns teilhaben an Kuvert Nummer 1, an Erinnerung Nummer 1. Und bitte um Aufmerksamkeit, weil die Kollegin muss ja jetzt nicht schreien, sondern ihre Ohren dürfen größer werden. Das Kinderbuch hat mich in die Erinnerung mit meinem Vater gleiten lassen. Davon habe ich ihm erzählt und es war eine wundervolle Erfahrung, zusammen mit ihm noch einmal eine Reise in meine Kindheit zu wagen. Auch er war völlig erstaunt, welche Erinnerungen ich hatte und welche mir verloren gegangen sind. Der Vergleich war sehr interessant, denn wir hatten oft sehr unterschiedliche Erinnerungen an gleiche Situationen. Das haben Sie schön gemacht. Das ging mir richtig so durch. Das war sehr schön. Kuvert Nummer 2, bitte. Haben Sie gehört? Mit der Kinderbuchaufgabe konnte ich gar nichts anfangen. Aber es hat mir die Perspektive auf mein Leben verdeutlicht. Sie sehen, da steckt ein scheinbarer Widerspruch drin. Aber das ist etwas, was sich in diesem Prozess auch löst. Ein scheinbarer Widerspruch. Wenn der dann reflektiert wird, sagt man auch einerseits und andererseits. Kuvert Nummer 3, wenn es geht, noch klarer und deutlicher, sonst stehen Sie auf. Das Erinnern und das Kinderbuch hat mir gezeigt, dass meine Erinnerungen noch stärker sind, als ich es erwartet hätte. Obwohl ich damals erst 3 Jahre alt war, kann ich mich so stark an Emotionen erinnern, die dieses Buch in mir ausgelöst hat. Ich finde es erstaunlich, dass ich 17 Jahre später ein solches Erinnerungsvermögen habe. Als Erkenntnis nehme ich mit, dass meine Erinnerung doch stärker ist als erwartet und falls sich andere Situationen und alte Zeiten erinnern, dieses Erinnern dankend annehmen. Dankend annehmen. Kuvert Nummer 4. Dankeschön. Meine Wiederbegegnung hat mich sehr berührt. Ich hatte vergessen, dass ich Kunst mag und war traurig, dass Bilder für mich heute nur noch selten etwas bedeuten. Ich würde sagen, mit diesem Buch hatte ich meine erste Kunsterfahrung und diese wieder zu entdecken war schön. Des Weiteren ist mir bewusst geworden, wie tief die Trauer über meinen verlorenen Glauben sitzt. Herr Kollege, wie ist Ihr Name? Olli ist mein Name. Wollen Sie nicht mal im Radio sprechen? Wegen meiner. Ich hab heute noch nichts vor. Stellen Sie sich auf die Straße und rezitieren Sie Verse, dann werden Sie wahrscheinlich eingeladen. Das haben Sie sehr, sehr gut gemacht. Inhaltlich rübergekommen, ne? Ich war erstaunt, deswegen mache ich jetzt da jetzt kein Geheimnis draus. Das war stark, stark. Nummer 5, bitte. Die Beschäftigung mit dem Kinderbuch hat mich an frühere Talente erinnert und bewusst gemacht, dass diese immer noch vorhanden sind. Meine Familienkonstellation wurde mir klarer, wie persönliche Eigenschaften. Ich interessiere mich sehr für Biografiearbeit. Die Auseinandersetzung mit dem Buch hat mal wieder gezeigt, wie stark und lange sich manches auswirkt und dass es wichtig ist, solche Verknüpfungen zu erkennen und ebenfalls etwas zu verändern. Sie sehen auf dem Weg hin zu dem, was ich Ihnen anbiete, das neue Bild vom Kind,
Das Kind, das in mir als Erwachsener schlummert, scheint zumindest über die Wiederbegegnung mit dem Kinderbuch eine Möglichkeit zu sein, sich an diese Zeit emotional nochmal anzuknüpfen. Und tatsächlich, so haben es einige Studierende vor Ihnen gemacht, Verknüpfungen, Reflexionen beginnen zu lassen. Ja, die Wirklichkeit wird ja auch erzählt. Ich glaube, dann sind wir mit den Kinderbüchern durch. Oder Nummer 6 hat noch? Dann noch das 6. Beispiel, bitte. Das Buch nochmal zu lesen war wichtig, da es zu den eigenen Wurzeln zurückführt. Ich habe mich zwar verändert, bin älter geworden, habe andere Einstellungen, aber das Kind in mir existiert. Danke an alle Vorlesenden, wenn ich Einzelne vielleicht nicht bedacht habe. Dann würde ich weitergehen und sagen, wir gehen vom Kinderbuch mal weg, denn es wäre vielleicht eine Projektionsfläche zu sagen, ach, dann lese ich mal so ein Kinderbuch und dann bin ich ja wieder ganz ein Kind. Nein, ich will darauf bestehen, dass wir das Thema erinnern und nicht einfach ein Kinderbuch vorlesen, sozusagen als Thema abspeichern. Wir wollen in der Erinnerung bleiben, deswegen möchte ich jetzt die anderen Kuvertinhaber bitten, von 1 bis 4 oder 5 den allgemeinen Wert des Sich-Erinnerns herauszustellen, indem sie die Kolleginnen und Kollegen vor Ihnen schriftlich zitieren, deren schriftlichen Ausführungen dazu verbal zitieren. Fangen wir mit dem ersten an, bitte. Ich weiß nicht wo. Ja? Ich denke, es ist sehr wichtig zu erinnern. Man erinnert sich zwar an viel und denkt, man weiß über sein Leben Bescheid. Aber wenn man sich dann mal einiges genauer bewusst macht, kommen plötzlich neue und intensive Erinnerungen hervor, gekoppelt mit Gefühlen. Gekoppelt mit Gefühlen. Emotionalität. 2, bitte. Danke. Erinnern bedeutet Entwicklung. Verdrängung bedeutet Stillstand. Kurz und knapp. Danke. 3. Bis vor der Präsentation meines Buches dachte ich, meine Erinnerung an die Kinderzeit sei falsch, weil sie lange her sind. Heute messe ich den Wert des Erinnerns viel mehr zu, da ich mich davon überzeugt habe, dass meine Erinnerungen von früher nicht falsch waren. Ich freue mich darauf, wenn eine erneute Situation kommt, in der ich mich erinnern darf. Danke. Weiteres Beispiel, bitte. Ja, ein sehr hohen. Die Erinnerung ist der größte Schatz, der uns geschenkt wird. Nur kann man ihn nicht auf ewig halten. Die schönsten Erinnerungen müssen gut festgehalten werden. Unsere Vergangenheit, unsere eigene Kindheit und unsere Erinnerung an diese machen uns zu dem, was wir sind. Nicht vergessen dürfen wir, dass Erinnerungen immer nur subjektiv sein können, sodass eine Überprüfung manchmal sinnvoll sein kann. Erinnerungen sind unsere Möglichkeit, auch verstorbene Menschen stets bei uns zu tragen. Und das hat etwas sehr Tröstliches. Danke. Worauf ich Sie hinweisen will und was mir ganz wichtig ist, ist ein gewisser ethischer Grundschutz der Probanden, Probandinnen, der Studierenden, die so freundlich und wirklich sehr, sehr offen waren, mir das anzuvertrauen und auch noch andere, vieles mehr. Weil ich glaube, was rauskommt, ist, es geht hier nicht um das sogenannte Couchgespräch. Es geht hier nicht darum, Erinnerungen wach zu rütteln, Traumata zu berühren, Psychoanalyse zu betreiben im Sinne von Kindheitsforschung als psychoanalytische Therapiesitzung. Darum geht es nicht, es ging es nicht und es hat bis heute, nachdem es auch wirklich Hunderte von Studierenden schon als Methode ausprobiert haben, nicht dazu geführt, dass irgendwelche Dekompensierungsphänomene, Sie wissen, was das ist? Dass plötzlich ein Trauma durchbricht, was man bisher unter einer gewissen Deckelung halten konnte, indem es angetriggert wird, weil die tieferen psychischen Ebenen berührt wurden und man dann dekompensiert im Sinne von, der Deckel springt hoch und der ganze Dampf kommt raus. Das ist bis heute, nach einigen Jahren und Hunderten von Probanden, noch nicht ein einziges Mal passiert. Ich will das nur so als Randnotiz gelten lassen, damit Sie nicht glauben, das ist so eine Art Kreisgruppentherapie, die da betrieben wird. Wir haben noch ein oder zwei Beispiele, bitte. Ja. Das ist schwer zu sagen. Oft habe ich Angst, dass die Erinnerungen verfälscht sind und auch davor, dass sie mir entweder wehtun oder mich wehmütig machen. Das denke ich über Erinnerungen, die man allein hat, die zum Grübeln führen. Im Seminar habe ich eine andere Art des Erinnerns kennengelernt, nämlich in der direkten Reflexion mit den anderen Kommilitonen. Diese Art der Erinnerung fand ich sehr wertvoll. Sie haben mir viel über mich gezeigt. Danke. War es das Letzte? Was Sie auch gemerkt haben, dass es da geht um das mit den Kommilitonen austauschen. Wir kommen, ich weise da jetzt schon drauf hin, wir sind noch in dem Prozess des Erspürens. Dann soziale Mindestgeste, kommt später noch. Erkennen, das, was die Kollegin gerade vorlas im letzten Beispiel, ist das Benennen.
ein ganz wichtiger Faktor. Und später wird es dann in der vierten Phase der sozialen Mindestgeste um das Handeln geht. Das heißt, es wird ein Kreis, eine progrediente Reihe von Erspüren, ich merke da was, dann ich erkenne das Muster, ich benenne es und damit ist es raus und der andere sagt ja. Wir gehen ja von einer Verstehens- und Verständniskompetenz aus, Emotionalität, wie ich sie definiert habe, Verstehens- und Verständniskompetenz, indem ich es ausdrücke und der andere erwidert und sagt, ja, das ist so, schaffen wir einen Punkt der Wirklichkeit, über den sich wirklich reflektieren lässt und den man dann auch theoretisch bearbeiten kann. Und das sind die Methoden, die dann zu der sozialen Mindestgeste führt. Da kommen wir aber noch zu. Warum ist das Erinnern wichtig? Denn es geht uns jetzt um das nächste große Thema, die kindliche Einsamkeit. Auch hier werde ich Sie an verschiedene Probandenantworten heranführen. Und wie ich das schon gesagt habe, es gibt sehr, sehr viele Kinderbücher, in denen einsame Kinder vorkommen. Das Kuriose ist, dass man das nie vermutet, vielleicht gespürt hat, aber es in der Form nie zur Ausprägung kam. Denn wir reden nicht gerne über solche Dinge. Und Kinder reden auch nicht gerne über ihre Einsamkeit. Mit anderen Worten, die Münder sind verschlossen und wir kommen jetzt tatsächlich zu dem Punkt Tabu. Was ist Tabu daran, dass es Kindern, dass Kinder Einsamkeitserfahrungen ausgesetzt werden? Ich habe gerade gesagt Tabu und Eulen für Athen. Oft ist das Tabu vor allen Dingen dann eingeschaltet, wenn alle eigentlich wissen, dass es so ist, aber keiner sagt was. Das ist damit gemeint, mit der Metapher. Wir wissen alle, ja, dass das schon längst überfällig wäre, darüber zu reden. Aber ob Sie es glauben oder wissen, die erste wirklich nennenswerte, wie auch immer, von Quantität und Qualität hinterlegte wissenschaftliche Abhandlung zu diesem Thema ist 2010 erschienen. Nicht 1910 oder gar 1810, 2010. Ein frisches Thema, ein Thema, bei dem man vielleicht auch ahnt, dass es eine gewisse Verschwiegenheit nach sich ziehen könnte. Wir kommen jetzt also zur kindlichen Einsamkeit. Ich werde bezugsorientierte Auszüge aus den empirischen Forschungsergebnissen einblenden lassen und Ihnen ab und zu etwas Zusammenfassendes vorlesen, weil das zu viel Details wären, die wir dann in einer ganz eigenen Vorlesungsreihe behandeln müssen. Fangen wir also an mit dem einprägsamsten Bild. Darf ich Sie noch mal bitten, das vielleicht vorzulesen? Das Bild für meine Einsamkeit ist das eines leeren, kalten Raumes, in welchem ich schwebte und in dem meine Rufe mit einem Echo verhallten. Ich will Ihnen zur Veranschaulichung, was kindliche Einsamkeit sein kann, nun Folgendes vorlesen. Und ich bitte Sie, still mitzuzählen, wie viele Emotionen, Thema Emotionalität bleibt ja bestehen, wie viele Emotionen Sie mitzählen können, die sozusagen an das Thema Einsamkeit andockbar sind. Das heißt, wie haben Probanden geschildert, dass sie sich gefühlt haben, wenn sie als Kind Einsamkeit erlebt haben? Zählen Sie mal mit. Ein Kind, das Einsamkeit erfährt, hat Angst. Es empfindet in der Einsamkeit Traurigkeit und Hilflosigkeit und weint. Es kann Wertlosigkeit empfinden, aber auch Wut. Im Einsamkeitserleben spürt es Verlassenheit und Schuld, erleidet die Einsamkeit als schmerzhaft und ist verzweifelt. Ein Schamgefühl verbunden mit einer Art lähmender Empfindung und einem Ausgeliefertsein widerfährt ihm in der Einsamkeit. Es resigniert, spürt eine Leere gepaart mit Unsicherheit. Es ist ihm unangenehm. In seinem Verlorensein empfindet es Sehnsucht. Es hat Albträume. Es fühlt sich abgekapselt, abgeschottet und wie von einer Seifenblase umgeben. Das Kind überkommt Selbsthass, Kälte, Trost und Heimatlosigkeit, die mit Selbstverleugnung einhergehen kann. Ein einsames Kind fühlt sich in der Einsamkeit bedroht. Seine Lustlosigkeit und schlechten Gefühle lassen es mit dem Gefühl, isoliert zu sein,
zurück. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist die Summary aus allen Probandenaussagen zu Emotionen, die während eines Einsamkeitsempfindens als Kind zusammengetragen wurden. Ich sage Ihnen noch ganz kurz, der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein, falls Sie jetzt da ein wenig hängen und sagen, was meint er mit Einsamsein? Wenn ich allein bin, geht es mir doch manchmal ganz gut, da ruft keiner an, da habe ich Ruhe, spiele ich Geige, lese ich was, schlafe, mache mir die Nägel oder spiele Minecraft. Ja, der Unterschied ist nur, wenn Sie allein sein wollen und es sind, sind Sie einfach nur allein. Wenn Sie aber alleine sind und das gar nicht wollen und unfreiwillig allein gelassen worden sind von jemand, den Sie aber gerne dabei hätten und von dem Sie etwas wollten in Ihrer Bedürftigkeit, dann definieren wir das, zumindest seit 2010, als Einsamkeit. Und wegen der Abhängigkeit eines Kindes von einer erwachsenen Bezugsperson wird diese noch umso schmerzlicher empfunden, als das Kind davon ausgehen muss, dass der Erwachsene es extra nicht macht. Und auch noch einen riesigen Selbstwertverlust erleidet. Deshalb habe ich Ihnen das mal ein wenig näher gebracht. Eine weitere Probandenaussage, die sich diesem Thema auch noch sehr plastisch widmete und die, finde ich, sehr klar ist, wenn vielleicht jemand anders von Ihnen einmal laut und klar deutlich vorliest, was die, ich glaube, es war eine junge Dame, geschrieben hat. Oh, die Gänsefüßchen sind komplett falsch, müssen wir aufschreiben, die Folie. Die Folie, da ist ein Gänsefüßchen falsch, das wollten Sie mir doch notieren. Wer möchte? Ja, bitte. Wie sehr das Gefühl der Einsamkeit gerade als Kind mein Leben bestimmte, habe ich erst als Erwachsene gemerkt. Die Erinnerung an meine Kindheit ist nur schemenhaft. Er war da und gleichzeitig war er nicht da. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass er etwas von mir und meiner Einsamkeit sah, reagierte er kaum darauf. Leider gab es keine anderen Erwachsenen, an die ich mich mit den daraus resultierenden Ängsten und der Einsamkeit wenden konnte. Was fällt Ihnen auf? Also nein, wir machen keine Fragestunde. Es ist eine große Abhängigkeit da. Es ist das Gefühl da, dass ich unfreiwillig allein werde von Personen, derer ich dringend Bedarf in meiner emotionalen Bedürftigkeit. Es ist jemand da, zu dem ich eigentlich auch kein schlechtes Verhältnis habe. Der kann aber nicht, warum auch immer, und er steht mir nicht zur Verfügung. Das heißt, ich habe keinen, man nennt das Substitute, also Ersatzpersonen für primäre Bezugspersonen. Gibt es auch nicht. Also die Verwandtschaft ist nicht zugegen. Wir haben keine Substitutsfunktion, wir haben keine primäre Bezugsperson, die sich unserer Bedürftigkeit annimmt und stehen allein gelassen da. Ja? Die Konsequenz daraus ist, muss man so sagen, ich fasse das alles jetzt sehr zusammen, weil wie gesagt, das könnten wir hier in Tagen machen. Das sind ja Seminare für mehrere Tage. Das machen wir nicht an der Stelle. Ist einfach, dass ich denke, dass die kindliche Einsamkeit ein Thema ist, das zu wenig beachtet wird. Das können wir allgemeingültig so stehen lassen. Das ist auch eine Probandenaussage. Und dann wäre die Frage, können wir das noch füllen? Ich veranschauliche das jetzt mal mit ein paar Zitaten und Sie gehen noch mal, wenn Sie wollen, in verteilte Rollen und lesen die noch mal vor. Einmal noch mal ganz kräftig, das ist nämlich eine meiner Lieblingsaussagen. Wer möchte? Ja, bitte. Es wäre so dringend notwendig gewesen, dass jemand diese Rückzugsproblematik erkannt und nach Möglichkeiten gesucht hätte, dort anzusetzen. Denn ich habe darunter gelitten, wollte so nicht sein und habe mich eingequetscht gefühlt. Hilflos. Aber durch mehr mutige Aufmerksamkeit von Erwachsenen hätte ich vieles in meiner Kindheit nicht so schwer sein müssen. Würde ich mir durchaus wünschen. Im Nachhinein. Weiter, machen Sie ruhig freiwillig. Wer fühlt sich... Ein wenig mehr Zivilcourage von auch nur einem Erwachsenen damals hätte geholfen. Aufgrund dieser Erfahrung denke ich, dass es für Kinder ganz besonders wichtig ist, dass jemand wichtig ist, jemanden zu haben, dem sie sich anvertrauen können und der Sicherheit vermittelt. Genauso wichtig sehe ich die Verantwortung der Erwachsenen, die Gefühle der Kinder wahrzunehmen, sehr feine Antennen dafür zu entwickeln und offener umzugehen. Danke. Und die letzte? Vielleicht noch ein Mann? Lesen Sie laut vor, Kollege. Ich erkenne Rückzugssignale bei meinem Sohn, 5 Jahre. Sehr früh und erkenne mich wieder.
Ich versuche dann, meinen Sohn aus dieser Sackgasse zu holen und das Gefühl der Einsamkeit nicht bei ihm aufkommen zu lassen. So, was wir jetzt geschafft haben, nicht Dankeschön, nicht durch das Vorlesen, sondern dadurch, dass wir das bemerken, was da steht und vorgelesen haben, ist, dass es sehr wohl nicht nur zwischen Kind und Erwachsenen in der Realsituation eine Beziehung oder Nichtbeziehung gab mit einer erheblichen Qualität, die Folgen hatte, sondern auch für einen Erwachsenen, der sich dieser Situation bewusst ist oder bewusst wird, zum Beispiel durch solche Fragebogenerhebungen oder durch tagebuchähnliche Aufzeichnungen, die wir da sozusagen erhoben haben in den Jahren davor, und tatsächlich eine Reaktion auf ein zu erwartendes Ereignis beim Kind, eine Bedürftigkeit zeigt und damit einen positiven Kreisschluss in Gang zu bringen. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Eingangsbegrifflichkeiten, die ich Ihnen mitbringe. Erstens Emotionalität, zweitens Professionalität, drittens der Wert des Sich-Erinnerns, viertens die biografische Arbeit an mir selbst, die reflexive Biografiearbeit, die Professionalisierung, die sich daraus ergibt, dass die Emotionalität nicht abgespalten ist, dass man nicht Profi ist, weil man Geld für etwas kriegt, was man irgendwie sehr, sehr gut drauf geschafft hat. Halten Sie das mal alles so jetzt in der Schwebe. Wir sind an diesem Punkt. Und gehen jetzt weiter. Die einheitliche Grundforderung ziehen sich unverändert durch sämtliche Antworten. Die Probanden wünschen sich zusammengefasst mehr feinfühlige, wachsame, verlässliche und konstante Aufmerksamkeit von Erwachsenen, die die Gefühle von Kindern bemerken und aufgreifen und sie damit akzeptieren und ernst nehmen. Sie wünschen sich, dass über diese Gefühle geredet wird, dass sie an- und ausgesprochen werden dürfen. Unbedingte Voraussetzung dafür ist das Wahrnehmen und Erkennen eigener Einsamkeitsgefühle beim Erwachsenen, die sich bisher abgewendet haben. Verantwortlich handelt ein Erwachsener und damit der Pädagoge als Zielperson der Forderung dann, wenn er sich der eigenen Einsamkeit stellt und sie in die Betrachtung der emotionalen Situation eines Kindes mit einbezieht. Wenn er in einem einsamen Kind auch sich als möglicherweise einstmals einsames Kind sieht. Ohne diese Eigenleistung erscheint den Probanden ein wirksames Umgehen mit der kindlichen Einsamkeit nicht adäquat möglich. Sich selbst wiedererkennen verhilft dazu, ein einsames Kind vor sich zu erkennen. Der Versuch einer pädagogischen Antwort auf diese Konstellation ist, ich habe es eingangs erwähnt, und ich sage es jetzt nochmal mit der gleichen Deutlichkeit und Nachvollziehbarkeit, ist das Erspüren können, das Erkennen wollen, wenn man so will, das Benennen dürfen, ich rege das jetzt ein bisschen an, und das Handeln daraus, was immer auch eine Handlung sein kann. Ja? Wir wollen jetzt ganz kurz in das Theorem der sozialen Mindestgeste als professionelle pädagogische Haltung gegenüber Kindern und ihren emotionalen Bedürfnislage eingehen. Die Teilnehmer der Seminare, wie ich schon sagte, haben bei der Erhebung den Versuch gestartet, eine strukturierte methodische Herangehensweise auszuprobieren, sich dieser Emotionalität im Hinblick auf ihre eigene Professionalität wohlgemerkt zu stellen und haben verschiedene Fragen beantwortet im Nachhinein, nach dem Bearbeiten des Seminares. Und ich würde sagen, es gilt auch hier für das Studium der Frühpädagogik, dass wir in der Ausbildung damit umgehen lernen sollten, uns auf Emotionalität einzustellen. Es wurden kleine Forschungsarbeiten meinerseits angeboten im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur, das haben wir angedeutet, durch die Einsamkeit, Gruppensitzungen, Einzelvorträge oder auch Wahrnehmungsschulungen. Mit dem Blick auf biografische Aspekte zum Beispiel gab es ein Interview mit mir selbst. Ich habe mich als Kind interviewt. Was mochte ich nicht? Meine beste Freundin fand das. Mein Vater hat gesagt, ich wäre ein Kind. Mein Hund fand mich immer so. Meine Mutter sagte, nee, du warst so und so. Da wurden 8 Fragen gestellt. Und diese 8 Fragen wurden dann von den Probandinnen und Probanden ihren damaligen Begleitern gestellt. Den Eltern, sofern noch vorhanden, Vater, Mutter, der besten Freundin und den Geschwistern. Und diese Aussagen waren natürlich teilweise sehr different. Und diesen Abgleich von Selbstbild und Fremdbild, das war zum Beispiel eine Forschungsaufgabe, die wir dann da auch noch bewältigt haben.
Ja? Dann schauen wir mal kurz rein. Frage 1. Haben die Erfahrungen, die Sie im Rahmen des Seminars gemacht haben, Ihre persönlichen Verhältnisse zum Thema kindliche Einsamkeit verändert? Wenn ja, in welcher Weise? Ich will noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, es gibt den berühmten Begriff auch in der Forschung der sozialen Erwünschtheit. Man könnte sagen, ja klar, die wollten einen Schein haben. Natürlich haben sie dem erzählt, was sie wollten. Ich kann nicht beweisen, warum es nicht so war, aber ich weiß, dass es nicht so war. Und die erwünschten Antworten, wenn sie mal welche geben, weil sie denken, dafür gibt es dann eine 1,3 statt eine 1,7, die riechen wir raus. Also entweder ist es authentisch und klar oder nicht. Das spürt man schon, das kann man herauslesen, ob so etwas wirklich aus dem Bauch heraus beantwortet wurde oder ob man das sozial Erwünschte geantwortet hat. Wenn wir jetzt hier welche rausfiltern, sagen Sie mir Bescheid und dann gucken wir nochmal nach. Also, machen Sie es nochmal bitte mit vertauschten Rollen bzw. mit verschiedenen Lesern. Ja, sehr, da ich mich nie spezifisch mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und somit auch nicht wusste, wie vielfältig Einsamkeit auftreten kann. Ich habe nun einen viel genaueren und differenzierteren Blick auf das Thema. Wollen Sie nochmal, junge Kollege Radiomoderator? Ja, mir ist auch noch einmal klar geworden, dass ich nicht die Einzige bin, die einsam ist und war. Mir ist klar geworden, warum ich die Kinderbücher, die vorgestellt wurden, so geliebt habe. Den Kindern ging es wie mir. Mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, ein einsames Kind zu erkennen und zu handeln. Ne? Und das Letzte? Traut euch, wir entdecken noch mehr Talente hier. Ja, das Seminar hat das Gefühl gegeben, dass Einsamkeit wie andere Gefühle zur emotionalen Welt gehört. Die meisten Teilnehmer haben angegeben, bereits einsam gewesen zu sein. Dies hilft, das Gefühl einzuordnen. Auch wurde mit der Idee der Schuld an eigener Einsamkeit aufgeräumt. Jetzt fragen Sie sich natürlich, wie kommt das Schuld da rein? Das hier habe ich ja nicht umsonst weiter eingeblendet gelassen. Kinder verstecken ihre Einsamkeitsgefühle in der Angst, dass wenn sie erwähnen und sagen, dass die Leute sagen, ja, ist doch kein Wunder, du bist ja auch so und so, dass mit dir keiner spielen will, das hätte ich dir gleich sagen können. Das klingt jetzt so, aber es ist grausam. Es ist eine der tiefst grausamsten Funde, die ich in der Forschung erleben musste, dass das tatsächlich zur versteckten Einsamkeit gehört. Das heißt, die geheime Verschlusssache Einsamkeit heißt das Kapitel. Gut. Sie sehen, dass diese stichprobenartigen Beispiele, es gab ja hunderte und tausende Aussagen in der Geschichte, sie beweisen nichts, aber sie zeigen vielleicht schon mal auf, dass die Auseinandersetzung im Rahmen des Seminars mit kindlichen Emotionen, wir bleiben nicht bei der Einsamkeit alleine, sondern ich würde das übertragen wollen, eine erhöhte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch mit den eigenen Gefühlen als Kind nötig machen. Es muss thematisiert werden, thematisieren wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Die Studierenden finden Gemeinsamkeiten zwischen sich sehr wichtig. Der Umgang mit der Einsamkeit war enttabuisierend und hat einen niedrigschwelligen Zugang ermöglicht. Die zweite Frage ist, haben diese Erfahrungen Ihre Einstellung als zukünftige Pädagoge zur kindlichen Einsamkeit verändert? Wenn ja, wie? Ich mache das mal weiter. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Fahrt aufnehmen. Das persönliche Verhältnis und das pädagogische ist hier das Gleiche. Es nützt mir immer, wenn ich das Emotionale besser nachempfinden und deuten kann. Das Seminar hat mir geholfen, meine eigene kindliche Einsamkeit zu verstehen. Was man an sich erkannt hat, ist wahrscheinlich auch leichter an anderen zu erkennen. Haben Sie das Gefühl, Sie gehen heute anders mit Ihrer eigenen Einsamkeit um als vor Beginn des Seminars? Wenn ja, welche Bedeutung hat diese Veränderung für Sie? Bedenkt man, wie viele Kinderbuchhelden gefunden wurden, die einsam sind, scheint Einsamkeit fast eine gemeinsame Projektionsfläche zahlreicher Menschen zu sein. Ich denke, dass ich jetzt reflektierter damit umgehe. Ich sehe das Gefühl auch jetzt eher im Zusammenhang mit den Einsamkeitserfahrungen, die ich schon gemacht habe. Meine wichtigste Erfahrung aus dem Seminar ist, dass man der Einsamkeit begegnen sollte, bei sich und bei anderen. Man darf dieses Gefühl zulassen und sollte es auch nach außen zeigen. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mit meiner Einsamkeit nach dem Seminar anders umgehe. Und diese Veränderung hat eine wichtige und sehr positive Bedeutung für mich. Es ist gut, endlich den Weg zu sich selbst gefunden zu haben. Gut, der Weg zu sich selbst, das kürze ich jetzt nochmal ab. Sie sehen, da steckt eine Menge Potenzial drin. Das können wir jetzt nicht in extenso ausbauen. Ich breite Ihnen jetzt eine erste, ich sage mal, fluide Definition, also eine Work-in-Progress-Definition vor, weil die sich immer noch weiter in Entwicklung befindet und eigentlich auch nie beendet sein kann. Ich sage mal am Punkt jetzt, nennen wir das hier die Definition dafür,
Aber übermorgen kann sie schon eine andere sein und im Verlaufe der nächsten paar Minuten wird es auch noch mal eine veränderte sein. Die soziale Mindestgeste ist Teil einer sozialethischen Grundhaltung erwachsener Personen Kindern gegenüber. Sie ist eine qualitativ genügende, begegnende Hinwendung einer sozial verantwortlichen, erwachsenen, primären Bezugsperson im pädagogisch-institutionellen Rahmen gegenüber einem von dieser Person sozioemotional abhängigen Kind. Sie stellt eine aufmerksame, verantwortungsbewusste, verlässliche und verbindliche Antwort auf grundsätzlich anzunehmende und aktuell wahrnehmbare Anzeichen für Einsamkeitsempfinden beim Kind und bei sich selbst als vorauszusetzende Bedingung für adäquates und wirksames pädagogisches Handeln dar. Kurzformel: Erspüren, erkennen, benennen und handeln bei sich selbst und seinem überantworteten Gegenüber. Sie sehen hier, ich biete, wie ich eingangs gesagt habe, was Sie heute nicht bekommen, keine Methoden an in dem Sinne und auch keine Regeln und Handlungsaufforderungen. Ich biete Ihnen hier an, eine Haltung einzunehmen, sich mit mir auf diese Art der Haltung einzulassen. Ein hohes Maß emotionaler Selbstreflexivität und ein höheres Maß an Bereitschaft, sich auf Emotionalität, kindliche Emotionalität einzulassen. Ein neues Bild vom Frühpädagogen könnte demzufolge, und das ist jetzt das, woran ich gerade arbeite, eine vormoralische Explikation zu wagen, denn die soziale Mindestgeste könnte man ja sagen, oh, da will der immer, dass wir gut sind, dass wir aufmerksam sind, das ist total anstrengend, das bringt gar nichts, da muss ich dann auch noch irgendwie moralisch sauber sein und ich muss immer aufpassen bei allen und so. Da sind wir ja wieder bei Bildungsplänen oder bei Konzepten, die man durchschrubben muss. Nein, ich sage mal, es ist ein vormoralisches Postulat, was ich hiermit aufbauen will und ich will Ihnen das ganz kurz, und damit sind wir in der Schlussrunde dieser Vorlesung, dass ich das rund mache nochmal, um Ihnen zu erklären, warum es keine bei dieser aktuellen, das ist gerade eine, zwei Wochen alt, aktuellen Idee, Fortschritt, warum es hier nicht um eine moralische Verpflichtung zum Gutmenschensein ist, also dass Sie immer, nicht wahr, sauber, aufmerksam und spitzenachtsam und so weiter. Nein, ich möchte Sie dazu hinbringen, nachzudenken, ob Sie nicht diesem Satz folgen können. Die soziale Mindestgeste in einer anderen Art selbstwirksamen Faustformel, nämlich wir können, weil wir wollen, ich gehe davon aus, dass Sie nicht geschickt sind, hier hinzukommen oder zu viel Zeit hatten, also nicht nur in diese Situation, sondern in die Situation des Studiums, ja, nicht in diesen Saal. Also, Sie können, weil Sie wollen. Also wir zusammen als Kolleginnen und Kollegen können, weil wir wollen und nicht müssen oder sollen. Es ist ein selbstbewusstes Postulat einer sozialen Mindestgeste, ohne vorgeschriebene Handlungen, sondern im Sinne Schillers ein Weg. Jetzt kommen wir wieder zum Schiller. Achtung, es gibt immer einen Kreisschluss. Schiller und seiner ästhetischen Erziehung. Was meint er mit seiner ästhetischen Erziehung? Das zeige ich Ihnen jetzt. Und das, was Sie grün eingeblendet sind, ist das, was ich glaube, was wir dem Schiller jetzt sozusagen in Klammern an eigener Situation reinbauen können, um uns mit diesem Gefühl, was er da wollte, eine ideal schöne ästhetische Erziehung an und für sich selbst vergleichen zu können. Na, die Überschrift ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Können und wollen als Conditio sine qua non, also unhintergehbare Bedingung, eine Bedingung ohne die nicht. Das heißt, nur so, wollen und können, können auch wollen, auf intrinsisch, das habe ich mir so ausgedacht, das heißt selbstmotiviert. Also Schiller schwarz, grün. Schiller sagt, ästhetische Erziehung ist die Voraussetzung, um den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen. Der Charakter des Menschen wird so weit veredelt, dass sich die Vernunft und damit die Freiheit von alleine entwickelt. Ist dies geschehen, so werden Harmonie und das Wohl der Allgemeinheit der edlen Seele ein Bedürfnis statt Pflicht und Ausdruck ihrer Würde. Konnten Sie dem so folgen mit dem Dazulesen der grünen Anteile? Merken Sie die Verquickung? Gehen Sie es nochmal durch. Das Entscheidende ist hier einfach, dass die Freiheit der Entscheidung, die Selbstbestimmtheit zu tun, was man möchte, auch im Beruf nicht eine
in der Luft hängende ist, sondern es gibt hiermit einen Begründungszusammenhang für einen eigenen Begriff von Professionalität. Sich selbst finden helfen, also begründet etwas für sich und andere zu tun oder halt zu lassen. Das ist ein Teil Ihrer Würde. Und zum Mitnehmen werde ich jetzt noch mal zusammenfassen. Was wollte ich Ihnen eigentlich heute sagen? Ich wollte reden vom Wert und Erfolg der Auseinandersetzung mit den Begriffen Emotionalität und Professionalität als Bedeutungseinheit im Feld der Frühpädagogik und der Kindheitsforschung. Ich wollte davon berichten. Ich wollte anregen zu einer selbstreflexiven Biografiearbeit, zu einer biografischen Bewusstheit, wie Fendt es ausgedrückt hat, und emotionale Selbstwahrnehmung als eine stärkende Ressource für frühpädagogisches Fachpersonal, als Stärkung der eigenen Fähigkeit, jedes Kind auf seinem Weg in die Welt zu erkennen und wirksam beizustehen. Kindheit als historisch und anthropologisches Konzept und intellektuellen Anreiz zu betrachten. Es lohnt sich einfach, darüber als Konzept nachzudenken. Und die Kindheitsforschung auch an sich selbst zu betreiben und schätzen zu lernen in Studium und Beruf. Mit anderen Worten, hören Sie nicht auf, damit anzufangen. Ja? Ich halte das nach meinen bisherigen Erfahrungen in Forschung, Lehre und Praxis für einen verheißungsvollen Versuch, Emotionalität und Professionalität für eine gelingende eigene Berufslaufbahn und für eine gemeinsame Arbeitswelt der Zukunft, noch eine Ebene, nutzbar zu machen. Denn die Zukunft kommt auf uns zu und wir können hier anfangen, damit umzugehen. Ich habe die soziale Mindestgeste in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht und will sie als unverschreibbare, das kann man ihnen nicht aufoktroyieren, freiwillige und selbstbestimmte ethische Grundhaltung und Selbstbildungsprozess der pädagogisch Handelnden verstanden wissen und zum Versuch anbieten. Neugierig pendelnd zwischen der eigenen Emotionalität und Professionalität eine Einheit bei sich selbst anzustreben. Die eben benannte Schillersche ästhetische Einheit. Sie können eigene Ansprüche an ihre Berufstätigkeit formulieren und sich nicht bloß an überwiegend, meine Überzeugung, machtpolitisch überbauten, vorgegebenen pädagogischen Bildungs- und Rahmenplänen, Konzepten und Curriculen abarbeiten. Zeigen Sie sich als ganze Persönlichkeit, zeigen Sie Charakter. Schiller drückt das zum Schluss noch mal so auf, und wenn ich noch mal eine Sekunde Ihre ganze Aufmerksamkeit haben darf, denn, junge Damen, auch ich habe einen Sonnenbrand und es strengt mich gerade an, lassen Sie mich noch 2 Minuten in Stille und Würde ausarbeiten. Danke. Also muss es einen mittleren Zustand geben, in dem beides real werden kann. Die beiden Grundzustände leiden bzw. empfinden und Tätigkeit bzw. denken stehen sich grundsätzlich entgegen und können durch die Schönheit nur verbunden werden, indem sie vereinigt und zu einem Ganzen werden. Ein Mensch wird damit zu einer reinen ästhetischen Einheit. Denn auch ich möchte sagen, nach 20 Jahren Berufstätigkeit in mehreren Feldern der Pädagogik und des therapeutischen Handelns gilt für mich auch ganz persönlich, es darf in der Frühpädagogik auch und vor allem um das Kindeswohlwollen gehen. Für die kleinen und uns großen Kinder. Das war mein Beitrag für den Bereich des Studiums der Frühpädagogik als Aufforderung und Ermunterung, sich auf weitere Sinnsuche und berufliche Befriedigung zu geben in Studium und späterer Berufsausübung. Ich bedanke mich ganz, ganz stark für die hohe und höchste Aufmerksamkeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich wünsche viel Spaß beim Suchen.